herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es Sonntagsbrötchen. Zombie Apocalypse. Die brauchen gar nicht viele Zutaten. Das längste wird die Gehzeit sein. So ist es nun mal, wenn wir Brot oder Brötchen backen. Von daher legen wir auch direkt los. Ihr braucht 500 Gramm Mehl plus etwas mehr für die Arbeitsfläche. Ich habe hier eine Backunterlage, also eine Matte, wo ich die Brötchen drauf mache. Ihr könnt aber auch einfach die Arbeitsplatte nehmen, dort dann einfach etwas Mehl ausstreuen und dann funktioniert das. 15 Gramm Hefe, 300 Gramm Wasser, eine Prise Salz und eine Prise bis zwei Prisen Zucker. Legen wir auch direkt los. Wir starten mit 300 Gramm Wasser. Unser erster Schritt wird sein, den Teig zu machen, selbstverständlich. Das heißt, ihr wiegt 300 Gramm Wasser in den Mixtopf ein und gebt 15 Gramm Hefe dazu. Bei Hefe ist es immer so, je mehr ihr nehmt, je weniger Gehzeit habt ihr. Je weniger ihr nehmt, je mehr Gehzeit habt ihr. Ein Würfel Hefe hat immer 42 Gramm. Also geben wir etwas weniger als die Hälfte da rein. Wenn es jetzt aber mehr als 15 Gramm sind, ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das macht dem gar nichts. Bei mir sind es jetzt 20 Gramm geworden, das ist aber nicht so schlimm. Jetzt setzen wir den Deckel drauf. Gehen auf 3 Minuten und 37 Grad. Warum 37 Grad? Weil 37 Grad die Gehtemperatur für die Hefe ist. Das werden wir jetzt erwärmen. Und dann kommen wir zu den restlichen Zutaten. Die 3 Minuten haben völlig ausgereicht, um unsere Hefe auf 37 Grad zu bringen. Jetzt kommen wir zu dem Mehl. 500 Gramm einmal einwiegen. Eine Prise Salz, ungefähr so viel, und 2 Prisen Zucker. Das ist okay, wenn ihr einfach so ein bisschen zwischen die Hand nehmt und das damit reingebt. Wir setzen die Decke wieder auf. Und jetzt gehen wir in die Knetfunktion. Das ist Stufe 4, 45 Sekunden. Die benutzen wir auch, damit der Motor nicht überhitzt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und die lassen wir jetzt zweimal durchlaufen. Also zweimal 45 Sekunden. Und jetzt wird es wahrscheinlich bei euch genauso sein. Hier kommt schon der Hinweis. Bitte beachte, dass der Teigmodus nicht länger als 2 Minuten am Stück verwendet werden sollte. Für die erneute Verwendung des Programms warte bitte einige Minuten, um den Motor abkühlen zu lassen. Andere Funktionen können danach direkt verwendet werden. Gut, mittlerweile ist dieser Hinweis drin. Ich dachte tatsächlich, dass es, wie vorher war es nicht drin und ganz viele hatten dann ein Problem mit einem überhitzten Motor. Aber das ist jetzt unser Teig. Der sieht doch schon mal richtig gut aus. Und es hat tatsächlich einmal der Teigmodus ausgereicht. Also der Teigmodus einer Stufe reicht. Tatsächlich brauchen wir gar kein zweites Mal machen. Wenn jetzt aber noch Mehl oder ja, irgendwas anderes nicht ganz vermischt ist und ihr habt noch nicht diese Konsistenz von eurem Teig, dann bitte einfach noch mal 1-2 Minuten warten und den Teigmodus erneut durchlaufen lassen. Wenn das dann der Fall gewesen ist, einmal den Teig in eine Schale geben. Und damit ihr den Teig gut aus dem Mixtopf bekommt, denn er ist sehr klebrig, wie ich gerade feststelle, nehmt ihr einfach Mehl. Das heißt, ihr nehmt ein bisschen Mehl zwischen die Finger und dann bekommt ihr den Teig wunderbar aus dem Mixtopf. Und ich kann euch empfehlen, das Messer rauszunehmen und das auch mit Mehl den Teig vom Messer zu bekommen.
Genau, einmal den Teig in eine Schale. So. Und an einem warmen Ort, wenn ihr jetzt schon die Heizung anhabt, in der Nähe einer Heizung oder zumindest an einem, ja, relativ warmen Ort, abgedeckt mit einem Geschirrtuch. Also das muss jetzt hier kein Deckel sein oder sonst irgendwas. Einfach ein Geschirrtuch drüber. Und eine Stunde gehen lassen. Und wie ihr jetzt den Teig, den restlichen aus dem Mixtopf bekommt, bekommt ihr noch von mir mit. Unser Geheimrezept heißt Mehl. Es ist einfach so, es ist der einfachste Weg, bevor ich jetzt hier sämtliche Küchenschwämme und die Geschirrspülmaschine versaut. Gebt einfach etwas Mehl in den Mixtopf, immer zwischen die Finger. Und dann gebt ihr hier einfach mit den Fingern und dem Mehl am Rand lang und am Boden. Und dann bekommt ihr die restlichen Teigfäden, die sich hier noch so angesammelt haben, ganz einfach und easy und ohne große Nervenzusammenbrüche vom Mixtopf ab. Und ja, dann könnt ihr das mit der Turbo-Taste machen. Das heißt, ihr gebt dann Wasser ran, etwas Spüli und einmal die Turbo-Taste benutzen. Oder aber ihr wascht es direkt ab, wie ihr möchtet. Wie gesagt, das ist jetzt jedem überlassen. Und genau das Gleiche macht ihr dann mit dem Messer. Da auch ein bisschen Mehl. So. Und dann natürlich vorsichtig, damit ihr euch nicht den Finger schneidet. Ja, und so bekommt ihr dann hier ganz leicht die Teigreste ab. Eine Stunde ist um. Ihr könnt jetzt schon mal den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Das ist unser Teig. Der ging jetzt eine Stunde sozusagen. Und jetzt formen wir daraus einfach kleine Brötchen. 10 werden es wohl ungefähr werden. Und dann geht es auch schon ans Backen. Jetzt kommen wir zu der Form. Ihr nehmt jetzt immer einfach ein Stück vom Teig und ja, knetet das. Und formt daraus ein kleines Brötchen. Mit Hilfe von Mehl geht das gut. Und je nachdem, wie euer Brötchen aussehen soll, wie groß es werden soll, legt ihr die auf ein Backpapier. Also besser gesagt auf ein Backblech mit Backpapier ausgelegt. Und das machen wir jetzt so lange. In der Zeit kann der Ofen vorheizen. Wichtig ist, dass ihr einfach immer ein bisschen Mehl nehmt. So lässt sich das ganz gut formen. Unsere 10 Brötchen. Es ist genau aufgegangen und was wir jetzt noch machen können, wir können den Teig etwas einschneiden. Dann wird er nämlich beim Backen genau an dieser Stelle aufplatzen. Hat keinen tieferen Sinn, außer dass es gut aussieht. Die Brötchen gehen jetzt, wenn der Ofen vorgeheizt ist, für 10 bis 12 Minuten in den Backofen und dazu stellen wir 2 kleine ich habe jetzt keine kleinen ofenfesten Schalen, von daher nehme ich Silikonförmchen. Die kommen mit in den Ofen und bleiben dafür 10 Minuten drin, einfach dass die Brötchen die Feuchtigkeit mitziehen und nicht austrocknen. Ich habe jetzt schon mal 2 Brötchen herausgenommen, die 12 Minuten, es waren jetzt bei mir 12 Minuten, weil es nach 10 Minuten mir tatsächlich noch zu hell war. Zugegeben, sie sind jetzt nicht sonderlich schön, aber das liegt natürlich daran, dass wir keine Maschine sind, um sie zu formen. Aber hier seht ihr schon da, wo sie eingeschnitten sind oder wurden, hier war ich nicht sonderlich tief mit dem Messer gekommen, reißen sie so ein bisschen auf und das finde ich super. Man hätte sie vielleicht noch etwas länglicher formen können, aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber sie sind super knusprig. Ich hoffe, das hört man. Jetzt schneiden wir sie mal auf. Sind noch heiß. Von daher habe ich jetzt hier mein Handtuch und ihr seht, die sind richtig lecker. Ich würde es euch nicht jetzt sofort empfehlen, denn warmer Teig macht Bauchschmerzen, da er im Magen immer noch aufquillt. Von daher wartet einfach kurz, bis sie abgekühlt sind und dann könnt ihr euch sie auch schon schmecken lassen.
Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Eure Brötchen werden genauso gut wie meine oder wenn nicht sogar noch besser. Wie gesagt, vielleicht könnt ihr an der Form noch etwas ändern, dass sie nicht so ja, in alle Richtungen gucken. Aber ansonsten sind die eigentlich super schnell gemacht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Video und eure Brötchen werden mindestens genauso gut. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.